von der Region für die Region. Herzlich willkommen aus dem Kufstein-TV-Studio mit Blick auf die Festung. Ich bin Albin Winkler und hier sind unsere Themen. Kufstein Unlimited. Das erwartet uns dieses Jahr beim größten Pop- und Rockfestival Westösterreichs. Wintermehrkampf in Epps. Wir waren bei der 11. Auflage des heiteren Sporttreibens. Schucki ist zurück. Mit allerlei Tratsch und Klatsch von den hiesigen Stammtischen. Im Kufsteiner Nachtgespräch ging es diesmal um das Thema Hass im Netz. Nur noch 3 Monate, bis Kufstein Unlimited wieder an den Start geht. Das größte Pop- und Rockfestival Westösterreichs möchte auch heuer wieder tausende Besucher in die Festungsstadt locken. Und mit diesem kürzlich präsentierten Programm soll genau das gelingen. Doch vorab gehen wir in die Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Bald ist es wieder soweit. Kufstein Unlimited. Das Pop- und Rockfestival im Zentrum der Festungsstadt geht in eine neue Auflage. Aus diesem Anlass gaben die Initiatoren kürzlich einen Einblick in das heurige Programm. Der Kufstein Unlimited findet am 16. und 17. Juni statt. Die ganze Innenstadt wird zur Bühne. Also wir haben 4 Konzertbühnen und eine DJ-Bühne. Es gibt Straßenkunst, es gibt sehr viel kulinarisches Angebot von den Kufsteiner Gastronomen. Und es gibt Kinder- und Jugendbereiche. Also alles das, worauf man sich schon freut und was Kufstein Unlimited so groß und stark gemacht hat in den letzten Jahren. Bei der Zusammenstellung des Line-Ups war die Ausgewogenheit ein wesentliches Kriterium. Dabei hatte man die Qual der Wahl. Wir haben heuer 285 Bewerbungen bekommen. Ganz bunt gemischt, von Rock über Pop, über Alternativ, Reggae, Country, alles dabei. Wir haben uns zuerst im Team Gedanken gemacht, dass wir eine schöne Aufteilung haben wollen, dass wir eine schöne Vielfalt bieten können und haben uns überlegt, wie viel Prozent von den Bands möchten wir denn in Genres aufteilt haben. Und der größte Anteil ist natürlich Rock und Pop. Pop ist 40% und Rock ist um die 30% und der Rest sind ganz bunt gemischt, eben Reggae, Country, Alternativ. Jazz ist auch dabei und ja, ich glaube, es ist ganz ein gutes Line-Up-Feier. Neben dem reichhaltigen musikalischen Programm wird ebenfalls viel Wert auf Kinder und Jugendliche gelegt. In der Josef-Ecker-Straße gibt es das Kinderprogramm wieder, also traditionell mit Hupfburgen, mit dem Bungee-Jumpen, mit dem Sweeper, wo man hupfen muss. Und höchstwahrscheinlich ist auch der Park vom Kindergarten wieder dabei, dass man schön picknicken kann oder so. Und in Fischergris unten ist der Jugendbereich mit der DJ-Bühne auch, wo halt auch heuer wieder 2 besondere Fahrgeschäfte darauf warten, gefahren zu werden. Seit der Premiere im Jahr 2011 hat sich beim Kufsteiner Festival natürlich einiges getan. Natürlich hat sich in 10 oder jetzt in 12 Jahren die Musik sehr geändert und sehr gewandelt. Und wir sind natürlich sehr am Puls. Wir haben ein sehr junges Programm, also sehr viel Musik für die junge Zielgruppe, aber auch sehr bewährtes. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Singer-Songwriter, die so wirklich eigene Musik spielen. Aber es gibt auch sehr viele Coverbands, also die bekannte Lieder spielen, wo man dann mitsingen und mit tanzen kann. Also es ist einfach eine schöne, gesunde Mischung. Natürlich hat es sich sehr verändert, aber auch die Menschen haben sich verändert, also das passt. Neu in diesem Jahr ist unter anderem eine koordinierte Abreise mit dem VVT, also Zug- und Busverbindungen, einfach um ja, die Massen am Bahnhof auch zu vermeiden und das koordinierter abzuwickeln und für jeden in jede Richtung einfach die passende Abreisemöglichkeit zu bieten.
Kufstein Unlimited wird auch 2023 wieder ein Pflichttermin sein. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, es wird geil. Nach der erzwungenen Pause im letzten Jahr konnte im März endlich wieder der Wintermehrkampf des WSV Epps stattfinden. Trotz sportlicher Höchstleistungen kommt die Gaudi dabei niemals zu kurz. Viel Spaß wünschen wir danach mit den QTV-Veranstaltungstipps. Nächste Woche auf QTV? Zum 11. Mal veranstaltete der WSV Epps seinen Wintermehrkampf auf der Aschinger Alm. Das Besondere am Rennen des Eppser Vereins: gesucht wurden nicht die schnellsten, sondern die mittelmäßigsten Staffeln. 5 Minuten vor dem Start. Ja, eigentlich die Idee war, weil früher hat der WSV halt also schon so eher mehr so ein ernstes Training gehabt, machen wir halt einmal so eine Staffel, wo die Mittelzeit zählt. So quasi. Und ja, das haben wir jetzt, hat sich eigentlich über die, die ist jetzt die 11. Auflage, eigentlich über die Jahre immer gesteigert. Wir haben teilweise sogar über 40 Staffeln gehabt, also 120 Teilnehmer, das muss der Herr Rom erst einmal abwickeln. Und aber leider jetzt durch Corona ist das erste Mal wieder. Jetzt versuchen wir halt das wieder schön langsam aufzubauen. Der Wettbewerb bestand, wie gewohnt, aus drei verschiedenen Winterdisziplinen. Zuerst haben wir einen Skitourengeher auf die Runde geschickt. Der hat sich quasi noch einmal die Runde hinten als Rad rein, also vom Rad aus, eine hinten als Kar, den Höhenweg entlang gemessen und dann mit so einem kleinen gesteckten Slalom oder Weg auch abfahren, wieder queren und dann über die Loipe zurück. Der ist so gute 10 Minuten unterwegs gewesen, so im Schnitt. Dann der Zipfelbobfahrer von der Wechselzone hat der rüber müssen zu der Aschingalm-Piste. Sind sie abgefahren, so quasi ein Stück. Haben sie gesagt, es ist wohl ein bisschen schwieriger, also da sind sie mehr mit Zipfelbub noch darunter gerannt. Dann halt einfach den Riedlift rauflaufen und dann also quasi bei der Wende runterfahren und dann wieder Vollgas in die Wechselzone. Und von der Wechselzone aus ist dann der Langläufer zuerst die flache Runde im Tal herunter gemacht und dann hat er noch zweimal ein bisschen Siblon müssen und einen Hügel auflaufen. Und dann so quasi war das Ganze vorbei. Ja, wir wollten eigentlich, dass die Leute gerade Sport betreiben, halt, dass halt die Leute einfach von daheim rauskommen und das alles nicht so ernst nehmen. Wir haben zwar auch ein paar Fehler gemacht, wir haben es einfach zu schwer gehabt, die Sachen. Und jetzt machen wir es einfach und schauen mit der Mittelzeit, dass halt nicht gerade die guten Sportler kommen, weil die eine Bestzeit hinknallen möchten, sondern dass halt jeder Mittag kann. Und mittlerweile haben wir gesehen, dass das gut ist, weil uns nämlich in Bayerisch Zelt machen das Gleiche und Schwulchen machen das Gleiche. Weil das schon ist, dass die wichtig ist, dass die Leute rausgehen von Haus und sporteln. Wie es vorhin, aber auch die Walkseher oder halt die anderen Langlaufvereine wie Angerberg, Söll, da sind auch immer wieder eigentlich konstant Teilnehmer dabei, muss man schon sagen. Ja, die Strecken war für mich eigentlich ein bisschen zu flach. Ich hatte schon gerne ein bisschen Stich auch noch in der Kopf, aber es ist, hat gut gepasst. Ja, das war so, wenn man einen Vorsprung rausgemacht hat, habe ich nicht mehr so Gas geben müssen. Ist auch fein für mich. Das absolute Highlight war das, wenn du vor zwei Tagen gesehen hast, wie es da rum ausschaut und wie es jetzt wieder ist, das war das Highlight, weil jetzt schaut es nach Winter aus und vor zwei Tagen war es echt eine traurige Geschichte. Also wenn halt nichts mehr da ist, aber also wie wir da angefangen haben, da hat es oft Ende April einen Meter Schnee gehabt. Und jetzt ist halt nicht, dass es halt überhaupt noch geht.
Der Kulturverein UNOS 93 ernennt den März zum Literaturmonat. Beim Altwirt in Langkampfen finden den ganzen Monat über verschiedene Lesungen statt. Der Eintritt basiert dabei auf freiwilligen Spenden. Weitere Infos unter www.unus93.at. Sei live dabei bei der Kufsteiner Gemeinderatssitzung auf Kufstein TV. Erfahre die neuesten Beschlüsse und Abstimmungen in Kufstein am Mittwoch ab 17 Uhr. Schalte ein. Sei ganz nah dabei, wenn die politischen Kufsteiner Entscheidungsträger ihre Belange vortragen und diskutieren. Live zu sehen online und hier auf Kufstein TV. Die steile Welt der Berge erklimmt Alexander Huber am 25. März im Kulturquartier Kufstein. Der Extremkletterer schildert in der Tirol-Premiere seines Vortrages beeindruckende Erlebnisse rund um den Globus. Auf dein Kommen freut sich der Kulturverein Wunderlich, der mit seiner wunderlichen Gastronomie abermals den Gaumen verwöhnen wird. Die Nacht der Kunst am Donnerstag, den 23. März um 19 Uhr, live auf Kufstein TV. Schalte ein, wenn die Stadt Kufstein seine Kunst- und Kulturszene im feierlichen Rahmen würdigt und die besten Werke in den Bereichen Musik und Theater prämiert. Die Nacht der Kunst auf Kufstein TV. Das Kufsteiner Podium in der Reihe Kreativ ist für den 1. April geplant. Und zwar geht es da darum, dass die Musikerinnen und Musiker von der Landesmusikschule nicht nur immer als Pädagoginnen und Pädagogen gesehen werden, sondern das sind wirklich auch Künstlerinnen und Künstler. Und da schafft die Stadt ein Podium, dass die sich präsentieren können. Sie suchen sich immer ein Thema aus und da wird es in verschiedensten Formationen, wo hauptsächlich die Lehrpersonen, manchmal auch mit sehr begabten Schülerinnen und Schülern, gemeinsam musizieren. Das ist für uns auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Arbeit von der Musikschule. The Art of Solo. Hoshiko Yamane, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Tokiko, gastiert am 1. April in der Kulturfabrik Kufstein. Mit E-Geige, Effekten und Synthesizer zaubert die japanische Künstlerin Kompositionen, die von ihrer Intensität und emotionalen Tiefe leben. Als Support dient die Linzerin Christina Ruf. Die Cellistin kombiniert ihr Streichinstrument mit elektronischen Klängen. Sichert euch eure Tickets beim Klangfarben-Kulturverein Kufstein. 13 Jugendliche gefunden, die mit mir das Projekt gewagt haben, wir schreiben ein Stück selber. Haben einen Ort gesucht, wo sich diese Figuren treffen können und das war dann die Schule. Die Jugendlichen treffen sich dort zu einem Musical-Kurs an einem Wochenende, niemand ist mehr da. Sie werden eingesperrt, Horrorvorstellung für die einen, für die anderen ist es vielleicht ganz cool, einmal allein in der Schule zu sein. Und dann wird es halt immer mysteriöser. Jemand ist in der Schule, der da nicht hingehört. Es wird geschaut, was passiert mit den Freundschaften, trennt man sich, was passiert mit einem selbst in dieser kleinen Krisensituation. Für die aktuelle Ausgabe von Kufstein TV hat sich unser Schuggi abermals an den Kufsteiner Stammtischen umgehört. Unterhaltsam wird es danach mit unserem Kinotipp der Woche. Schuggi, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Herzlich willkommen, sehr verehrte Seher von QTV. Ich hoffe, Sie haben den Fasching gut überstanden, sodass wir uns heute wieder Themen widmen können, die die Stammtische zum Brodeln und Diskutieren brachten. Es gibt einiges, das in die Mangel genommen wurde. Vor allem in Kufstein gingen die Themen nicht aus. Es ist zwar schon eine Weile her, dass der Kufsteiner Gemeinderat zu seiner letzten Sitzung zusammentrat. Genau genommen war es der 8. Februar 2023. Aber diese Sitzung hatte es in sich. Nicht nur wegen ihrer Länge, vor allem wegen der Themen, die an diesem Tag behandelt wurden. Ein Thema, das auch Wochen nach dieser Gemeinderatssitzung nie zur Ruhe kam, war die Präsentation zur Errichtung einer neuen Teilstrecke im Bereich des Hechtsees. In einer Doppelkonferenz vorgetragen, hatte man durchaus das Gefühl, dass man sich in den verschiedenen Gremien sehr ernsthaft und professionell mit diesem Thema beschäftigt hat.
Wie könnte es anders sein? Gab es zu diesem Projekt nicht nur wohlwollende Meinungen, sondern auch durchaus gut fundamentierte Gegenargumente. Auch an den Stammtischen wurde dieses Thema sehr kontrovers diskutiert. Vor allem, warum diese Strecke im für Kufstein als schönsten Naherholungsgebiet entstehen soll. Angst hat man, dass es auch am Rundwanderweg um den Hechtsee ein vermehrtes Aufkommen von Radfahrern geben wird. Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Spaziergängern sind vorprogrammiert. Auch der gesteigerte Verkehr auf der Hechtseestraße wird zum Thema gemacht. Übrigens ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn in der Gemeinderatssitzung ließen die Protagonisten durchblicken, dass, sollte es zu zahlreichen Widerständen kommen, sie bereit sind, das Projekt an diesem Ort zu überdenken. Die Mehrheit der Menschen scheint nicht gegen ein Projekt Trailstrecke zu sein. Sie meint nur nicht an dieser Stelle im Seenschutzgebiet. Übrigens ist das Thema Trailstrecke in Kufstein ja keine neue, denn schon im Jahre 2002 gab es Pläne, einen Mountainbike-Park zu bauen. Dieses Unterfangen scheiterte aber am Rückzug eines Grundbesitzers. Involviert war damals auch die Fachhochschule. Einen neuerlichen Anlauf gab es dann noch einmal im Jahre 2011 mit einem fix und fertigen Konzept ausgearbeitet von der Trail Solution GmbH. Der Anstoß zu diesem Projekt kam vom damaligen Kaiserlift-Besitzer Simon Hermann Huber. Beide Projekte wären an dem Standort, den man jetzt entlasten will, geplant gewesen. Wir wechseln zum Sport. Seit dem Wochenende 10. bis 12. März hat auch König Fußball das Zepter in die Hand genommen. Zumindest in der Regionalliga Tirol. Dort geht es noch um Entscheidungen, wer im Laufe der Frühjahrsmeisterschaft Tirol in der Runde der Besten aus der Tiroler Salzburger und Vorarlberger Liga vertreten wird. Keine Chance mehr dabei zu sein hat wohl der SV Vogel, der trotz des Achtungserfolges gegen Schwarz keine Chance mehr hat, den ersten oder zweiten Platz im Grunddurchgang zu erreichen. Ganz anders schaut es beim FC Kufstein aus, der nach seinem überlegenen Sieg gegen Kitzbühel die Tabellenführung souverän verteidigt hat. Apropos FC Kufstein, da hat sich einiges getan in den vergangenen Monaten. Mit der Installation des neuen Vorstandes ist man auf dem besten Weg, wieder einer der führenden Vereine im Tiroler Fußballgeschehen zu werden. Vor allem im Bereich der Außendarstellung hat man hier an Image deutlich gewonnen. Natürlich gibt es immer noch einige Schwachstellen, die aber durchaus ausgemerzt werden können. Auch sportlich läuft es durchaus passabel. Kampfmannschaft und Amateure sind in der Tabelle ganz oben zu finden und auch im Bereich der Nachwuchsteams kann man mit Erfolgen aufwarten. Wo man allerdings weit in der Erfüllung der sportlichen Ziele hinterherläuft, ist der Wille, in den kommenden Jahren mehr Eigenbauspieler in den Kader der ersten Mannschaft zu bringen. Allein in der Saison 2022-23 wurden 13 Spieler aus anderen Vereinen verpflichtet. Mit dem Ziel, den Aufstieg in die zweite Bundesliga zu schaffen, sollte dies nicht auf Kosten der Kufsteiner Talente gehen. Für die kommende Saison hat man aufgrund verschiedener Dinge auf die Lizenzierung verzichtet. Außerdem sollte sich der Verein gut überlegen, den Sprung in die zweite Liga anzustreben. Denn am Schluss geht es dem Verein so wie vielen anderen, dass man am Ende vor einem Berg voller Schulden steht und einen Scherbenhaufen hinterlässt. So, und jetzt machen wir noch einen Abstecher nach Kössel, wo es rund um eine Ausstellung des weit unbekannten Künstlers Josef Huber aus Rettenschöß zu einigen Irritationen kam. Zum Thema Mythologie versus Landschaft konnte man bei der Vernissage am 8. Dezember 2022 durchaus positive Stimmen vernehmen. Einige Zeit später nahm man plötzlich Anstoß, dass gewisse Bilder nicht dem Geschmack der Betrachter entsprechen. Vor allem an einem Werk schieden sich die Geister, sodass der Künstler dieses und auch andere seiner Exponate entfernen musste. Wer für das Abhängen der Bilder verantwortlich ist, nicht ganz absehbar. Warum, weshalb, wieso, blieben vielen ein Rätsel. Ob diese Darstellung Kindern und Jugendlichen zuzumuten war, darüber möge sich der geneigte Leser selbst ein Bild machen. Ein Vorschlag von mir, man könnte ja, bevor man eine Ausstellung plant, alle Exponate, die dafür zur Verfügung stehen, einem Konsortium
übergeben und diese Gruppierung soll dann entscheiden, welches Bild in die Ausstellung kommen darf oder nicht. Ich würde vorschlagen, dass in dieser Gruppe der Bürgermeister, die Vorzimmerdame des Bürgermeisters, Kinder, Jugendliche, Gemeinderäte, Skifahrer, Fußballunternehmer, Angestellte, Pensionisten, Hausfrauen, Metzger, Lehrlinge, Schwule, Lesben, Diverse etc. vertreten sind. So viel zur Freiheit der Kunst. Der genannte Minotauros, der in Kösten, warum auch immer, nicht präsentiert werden durfte, kann in den Monaten Juni bis August in Walchsee, in der Seemühle, bewundert oder auch nicht bewundert werden. Mir ist schon klar, dass an den Stammtischen viel geschimpft, gejammert und gesumst wird. Trotzdem sind die Stammtische ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Eigentlich ein kleiner Gemeinderat mit vielen verschiedenen Meinungen, wo es um Wichtiges oder Unwichtiges geht. In diesem Sinne freue ich mich schon auf die nächste Ausgabe, wo ich Sie zum 10. Mal beim Stammtischler begrüßen darf. Und damit Servus und Prost. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gsudert und krogascht wird. Nächste Woche auf QTV? Die Sache ist die, wir sind eine Gruppe von Dieben. Und wenn wir loslegen, machen wir uns zwangsläufig Feinde. Und manchmal sind diese Feinde auf Rache aus. Ehrlich gesagt, haben wir der falschen Person geholfen, die falsche Sache zu stehlen. Wir hatten nicht vor, das größte Übel zu entfesseln, das die Welt je gesehen hat. Aber wir werden das regeln. Und wie wollen wir das anstellen? Denken wir bei einem Drink drüber nach? Super Idee. You need to let... Damit wir eine echte Chance haben, brauchen wir Stärke. Du packst das, oder? Na, ich schon, du nicht. Außerdem brauchen wir Mut. Magie. Und dich. Was ist das für ein Viech? Das ist ein Eulenbär. Seid gewarnt. Das Böse lauert hier. Ich bin froh, dass er auf unserer Seite ist. Ja, das ist gefährlich. Was auch immer uns erwartet. Wir werden bereit sein. Was genau ist deine Aufgabe? Ich bin ein Planer. Ich schmiede Pläne. Du hast den Plan schon geschmiedet. Und falls dieser Plan fehlschlägt, schmiede ich einen neuen Plan. Also schmiedest du Pläne, die fehlschlagen? Nein. Außerdem zupft er die Laute. Nicht relevant. Hetze, Mobbing und Lügen sind in der Anonymität des Internets keine Seltenheit mehr. Das Kufsteiner Nachtgespräch widmet sich unter dem Titel Hass im Netz genau dieser Problematik. Davor geht's jedoch kurz in die Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Krimm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Im Kufsteiner Nachtgespräch hielt diesmal Autorin Ingrid Brodnik einen Vortrag zum Thema Hass im Netz. Unter dem Deckmantel der Anonymität kommt es im Internet immer häufiger zu Anfeindungen.
Es gibt die These der sogenannten Online-Enthemmung. Das bedeutet, dass gerade im Internet es womöglich manchmal leichter ist, brutal in der Rhetorik zu sein, enthemmt zu sein, weil zum Beispiel Faktoren wie die Anonymität im Internet, aber auch die Unsichtbarkeit eine Rolle spielen. Unter Unsichtbarkeit versteht man, dass man das Gegenüber nicht vor sich sieht. Also wenn man aggressiv ist, muss man zum Beispiel beim Gesicht der anderen Person nicht mit ansehen, was man auslöst. Und es gibt auch andere Erklärmethoden, wie zum Beispiel, dass womöglich auch einfach unsere Gesellschaft immer schon unfreundlich aggressive Leute hatte, aber dass die das jetzt leichter ausleben können. Also das heißt, es gibt verschiedene Erklärungen für die aggressiven Debatten, die wir erleben. Aber ich würde so sagen, auf jeden Fall ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas miterlebe, im Internet einfach hoch ist. Wohingegen offline man zum Glück oft solche Sachen nicht mit ansehen muss. Laut Brodnik werden vor allem Frauen vermehrt zu Opfern digitaler Mobbingattacken. Ich habe den Satz genannt, if you can't stand the heat, leave the kitchen. Tatsächlich ist es eine Gefahr, dass Frauen aus der digitalen Debatte vertrieben werden. Das sage ich nicht einfach so. Ich gebe nur ein Beispiel. Amnesty International hat eine Befragung gemacht in 8 Ländern und hat Frauen gefragt, ob sie schon mal Beleidigung oder Belästigung im Internet erlebt haben. Und jede Frau, die sagten ja, von jenen, gab eine von 3 an, dass sie danach Konsequenzen gezogen hat, nämlich, dass sie bei manchen Themen sich nicht mehr zu Wort meldet. Das nennt man Silencing, wenn mit Aggression Menschen verdrängt werden. Die steirische Journalistin schilderte alltägliche Beispiele, wie die der Lebensretterin Lisa Höglinger. Und die Geschichte ist dann so weitergegangen, dass die Polizei Oberösterreich sehr stolz war. Und diese 4 Beamten, die Lisa Höglinger und 3 Männer, als Polizisten der Woche ernannt hat auf Facebook. Und stolz war, dass die dieses Leben gerettet haben. Und die haben ein Foto gepostet, wo die 4 Personen beisammen stehen. Und Sie sehen es auf dem Bild, das ist die Lisa Höglinger, die hat kurze Haare. Und wissen Sie, was hunderte dieser Kommentare, die dann darauf folgten, zu anzumerken hatten? Wer ist Lisa? Wo ist Lisa? Warum ist sie nicht im Bild? Ich sehe hier nur 4 Männer. Versteckt sich Lisa im Polizeiauto? Aber ich finde das schon bemerkenswert, dass eine Frau gemeinsam mit ihren Kollegen einer Person das Leben rettet und als Dank bekommt sie Häme auf Facebook. Es ist auf jeden Fall so, dass Facebook ein großes Problem darstellt. Wenn Leute befragt werden, wo sie Hass im Netz gesehen haben, wird oft Facebook genannt. Allerdings vermute ich, dass es auch damit zusammenhängt, dass Leute schon lange auf Facebook sind, dort viel erlebt haben. Weil wir sehen auch bei Plattformen, die jünger sind, die kleiner sind im Vergleich, wie zum Beispiel TikTok, dass dort auch aggressive Kommentare, auch strafbare Kommentare fallen. Ich würde so sagen, jede Plattform ab einer gewissen Größe verzeichnet Hasskommentare. Je größer und wichtiger die Plattform für unser Leben wird, desto mehr sehen wir auch die dunklen Seiten. Und übrigens, relevant ist oft nicht nur welche Plattform, sondern welche politische Lage generell. In Zeiten, wo Menschen generell wütend sind, wo wir eine Pandemie erleben, wo vielleicht ein Krieg sogar ausbricht, wo Krisen stattfinden, wo Leute auch generell angespannt sind, muss man damit rechnen, dass online auch die Tonalität umso erhitzter ist. Nächste Woche in Teil 2 von Hass im Netz erfahren wir, wie man sich als Betroffener am besten verhält. Vielen Dank fürs Einschalten in dieser Woche. Übrigens findet ihr Kufstein TV ab jetzt auch auf YouTube. Schaut doch mal vorbei und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Albin Winkler. Von der Region. Für die Region.